For English subtitles, activate the subtitle button, please. Hallo zur Folge 36 von Reptil TV. Heute machen wir eine Schlangenfolge, und zwar die Riesenschlangen. Dazu den Teil 1, und zwar die Pythons. Da wollen wir euch die ganzen terrarienrelevanten Pythons vorstellen. Hier haben wir jetzt einen grünen Baumpython. Die kommen aus Neuguinea bzw. bis nach Australien rein. Ist ein halb-, dreiviertelwüchsiges Tier, schon umgefärbt. Ne? Als Baby sind die ja so gelb oder rot. Als adulte Tiere dann so grün. Von der Haltung her wollen sie nicht ganz so heiß, so knapp 30 Grad, 28, 29 Grad. Beziehungsweise man kann im Terrarium dann auch ein schönes Temperaturgefälle machen. Man hat ja ein hohes Baumterrarium für die Tiere. Da kann man es oben ein bisschen wärmer machen und ein bisschen kühler. Dann können die sich auch ihre Vorzugstemperatur aussuchen. Und nachts kann man so auf 24, 25 Grad runtergehen. Oft heißt, dass die Baumpythons wahnsinnig heikel sind. Ist an sich Blödsinn, ein Baumpython lässt sich wirklich gut halten. Ich denke, dass sie oft mit dem grünen Hundskopfschlinger verwechselt werden. Die grünen Hundskopfschlinger sehen fast gleich aus, die sind wirklich saumäßig schwer zu halten. Ein grüner Baumpython lässt sich gut halten und macht eigentlich keine Probleme. Vom Umgang her sind sie in der Regel auch relativ brav, wenn man die regelmäßig hantiert, oder was heißt regelmäßig, oder zumindest mal ab und zu mal hantiert, dann kann man die auch rausnehmen, dann beißen die auch nicht. Jetzt kommen wir in die Teppichpythonabteilung. Ich habe hier einen Morelia Spilotes variegata, australische Pythonart. Sind relativ schlank, wie wir sehen, aber dafür ganz schön lang. Der Variegata kann bis 3 Meter werden. Den ich hier jetzt habe, ist eigentlich auch schon ein stattlicher Kerl, der hat so 2,5 Meter. Klimatisch tags Runde 30, nachts 23, 24 Grad. Insgesamt sind es eigentlich immer brave Tiere. Man kann die meisten gut hantieren, gut handeln. Sie beißen selten. Und ist eigentlich schon ein schöner, dankbarer Pflegling. Jetzt hier habe ich nochmal solche Teppichpythons in klein. Das linke hier ist wie gerade eben so ein Spilotes variegata, normale Färbung. Und hier rechts in der Hand habe ich einen sogenannten Jaguar-Carpet, also diese Jaguar-Färbung. Das ist wegen so eine Farbvariante beim Teppichpython, die es die letzten Jahre gibt. Wir sehen eigentlich ganz gut den Unterschied. Also farblich einiges hellere und etwas kontrastreichere Tiere noch. Hier haben wir jetzt einen Morelia Bradley, deutscher Name Bradley's Python oder so. Die Herkunft von dem Tier ist Zentralaustralien. Von der Länge bleibt er ein bisschen kleiner wie den Teppichpython, den wir vorher gesehen haben. Also die Bradleys werden nur so um die 2 Meter. Klimatisch von der Haltung wieder Teppichpython ähnlich. Tagsüber Runde 30 Grad, nachts 24 Grad. Ansonsten sind es wirklich brave, anständige Tiere. Wirklich umgänglich, beißen in der Regel nicht. Lassen sich gut halten, auch gut züchten. Hier haben wir jetzt den hellen Tigerpython, Python molurus molurus. Der helle Tigerpython kommt aus Sri Lanka bzw. Südliches Pakistan. Die Tiere bleiben kleiner wie der dunkle Tigerpython, sind mit maximal 3 Meter ausgewachsen. Klimatisch würde ich sie halten, oder halten wir sie gleich wie Königspython, tags 30 Grad, nachts 25 Grad, ca. 26 Grad. Vom Handling her, der helle Tigerpython ist manchmal ein bisschen zickig. Wir haben aktuell ziemlich Glück, die Tiere, die wir da haben, sind schön brav. Aber der helle ist tendenziell ein bisschen garstiger wie der dunkle. Ansonsten sind es schon dankbare Pfleglinge. Wie gesagt, 3 Meter ist natürlich auch schon eine ordentliche Größe. Wer entsprechend Platz hat, hat aber mit dem hellen Tigerpython wirklich ein schönes Tier. Außerdem sind sie noch Anhang A vom Artenschutz, also man braucht für die Tiere CITES mit Fotodokumentation. Hier haben wir jetzt den dunklen Tigerpython, Python molurus bivitatus. Die kommen ursprünglich aus Südostasien, also Thailand, Malaysia, Burma. Von der Länge her gehört der Tigerpython zu einer der längsten Schlangen der Welt.
Im Extremfall können die Tiere bis 4-5 Meter lang werden. Ich würde sagen, die Durchschnittsgröße ist 3,5 bis 4 Meter im Terrarium. Vom Klima her mögen die es auch schön warm und tropisch, also tags 30 Grad, nachts 24, 25 Grad. Es sind in der Regel recht brave Tiere. Also wenn wir früher so in den Zirkus sind oder die Dompteure, die hatten eigentlich oft die Tigerpythons dabei, weil die wirklich immer recht schön brav sind und schön groß werden natürlich. Sie lassen sich gut züchten. Es gibt verschiedene Farbvarianten, wie wir hier sehen. Also einmal die normale Farbe, dann haben wir einmal den Albino davon. Und dann gibt es noch weitere Farben, die ich euch gleich auch noch zeigen werde. Hier habe ich nochmal zwei Farbvarianten vom Tigerpython. Zum einen hier der etwas größere ist Albino grüner Tigerpython. Und der kleinere hier ist der Hypo. Also die Farbvariante heißt Hypo bzw. Abkürzung für hypomelanistisch. Ist eine relativ neue Farbvariante. Das Witzige an diesen Hypos ist auch, wenn ich Hypo mit Hypo verpaare, bekomme ich ganz schneeweiße Tigerpythons raus. Von der Größe, das ist immer ein wenig so eine Frage, die ich oft gefragt werde, wie groß werden die denn dann? Also Tigerpython ist Tigerpython, ob Albino oder Albino grün oder Hypo oder egal welche Farbe, die wären natürlich immer gleich groß, sprich 3,5 bis 4 Meter ist so die Durchschnittsgröße, die meisten Tigerpythons so erreichen. Ja, und zu guter Schluss kommen wir zu den ganz großen Brocken, zu den Netzpythons. Gibt es auch wieder verschiedene Farben. Das hier ist jetzt ein Lavender-Albino. Der Netzpython Procameurus reticulatus kommt ebenfalls aus Südostasien, sowie der Tigerpython. Zum Teil überschneiden sich die Verbreitungsgebiete. Von der Länge her ist die längste Schlange der Welt. Die Maximalgröße geht wahrscheinlich bis knapp 10 Meter. Im Terrarium werden die Tiere im Durchschnitt, sagen wir mal, ca. 5 Meter lang. Es gibt auch größere, was wir nachher noch sehen werden. Vom Handling her ist ein Netzpython nicht ganz so idiotensicher wie ein Tigerpython zum Beispiel oder wie eine Boa. Netzpython ist immer gleich ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Sie sind, ich würde mal sagen, vielleicht gleich ein bisschen launisch oder so. Es kann sein, dass sie irgendwann halt doch mal keinen Bock mehr haben und dann doch zubeißen. Also ist jetzt kein Tier, was sich einem irgendjemand um den Hals hängt, um ein paar schöne Fotos zu machen, sondern da muss man doch immer ein bisschen aufpassen. Und die Länge ist natürlich auch enorm, also deswegen als Terrarienschlange wirklich nur für jemand geeignet, der ausreichend Platz hat in seinem Keller oder Hobbyraum oder wo auch immer. Unheimlich schöne Tiere sind es natürlich, von der Zeichnung her gigantisch, das Ganze als Albino oder Lavender-Albino, traumhaft schöne Tiere. Hier haben wir jetzt mal die beiden Albinos im Vergleich. Der Lavender-Albino und an meinem Hals hier der normale, also der weiße oder gelbe Albino. Einfach, dass man mal den Vergleich wenig sieht. Beides wunderschöne Schlangen. Und man spricht hier auch von Tyrosin-positivem Albino und Tyrosin-negativem Albino. Ob das so stimmt mit dem Tyrosin, ist fraglich. Dass die Netzpython halt wirklich enorme Brocken werden können und die längste Schlange der Welt ist, das sehen wir hier hinter uns. Also das Terrarium, wo sie drin ist, hat knapp 4 Meter und die geht einmal hin und her. Also die hat so 6,5-7 Meter, was wir hier hinter uns sehen. Ist unser absolutes Rekordtier. Auch in 20 Jahren Firmengeschichte haben wir noch nie so was Großes da gehabt. Kann also keiner behaupten, wir hätten verheimlicht, wie groß ein Netzpython wird. Von der Farbe her ist das jetzt die ganz normale Färbung. Und wir sehen auch, umso älter die Tiere und umso größer sie werden, umso mehr dunkeln sie natürlich auch nach. Also die Farbe ist natürlich nicht mehr so kräftig wie bei einem Jungtier. Gehen wir mal rein und gucken, ob die auch lieb zu uns ist. So, dann gucken wir mal nach dem Kerlchen. Der Vorbesitzer hat gemeint, der wäre ganz lieb. Ich habe ihn bis jetzt ein paar Mal probiert, ein bisschen anzufassen, aber irgendwie schlägt er immer nach mir. Dieses sanfte Fauchen, das er hier macht, das ist bestimmt nur eine Begrüßung. Das heißt, das ist wahrscheinlich eher ein Schnurren wie ein Fauchen. Was auch interessant ist, man sieht jetzt das Schlagen. Ne? Habt ihr gesehen?
Also wenn denen was nicht passt, dann schlagen die ja richtig mit dem Körper so, ne? Das hat er bis jetzt jedes Mal gemacht, wenn ich ihm ein bisschen zu nahe gekommen bin. Aber sonst schon ein imposantes Tier. Wir sehen auch trotzdem noch schön das Phosphorisierende hier, ne? Das Regenbogenschillern. Der haut jetzt ein wenig ab. Gucken, ob wir den wieder ein bisschen hintert kriegen. Das Problem ist, wenn die Tiere einfach so groß sind, dann kann man sie nicht mehr alleine handeln. Aber er kommt jetzt, glaube ich, von ganz allein. Wobei weiß ich nicht, ob mir das jetzt gefällt, wenn er kommt. Mach mal dein Köpfchen wegen weg. So. Also ist einfach kein Tier mehr, das man rumzerren oder rumtragen kann. Ne? Ich denke, der ist sich bewusst über seine Größe. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist es ihm am liebsten, wenn er seine Ruhe hat. Ne? Und da wir den ja nicht täglich rumtragen müssen, sondern bloß ab und zu mal das Terrarium komplett reinigen müssen, können wir den die meiste Zeit in Ruhe lassen. Ja, zu guter Letzt noch, nicht vergessen hier der Königspython. Der gehört natürlich auch in die Python-Familie rein. In dem Fall habe ich noch einen Piebald als Beispiel. Über Größe, Herkunft, Temperatur vom Königspython, glaube ich, brauchen wir in der Folge nichts erzählen. Das haben wir schon hinlänglich getan. Insgesamt noch wollten wir euch einfach einen Querschnitt über die terrarienrelevanten Pythons zeigen. Es gibt zwei, drei Arten, die wir jetzt gerade nicht zur Hand hatten. Zum einen vielleicht die Australier wie Schwarzkopf und Woma oder die kleinbleibenden Liasis-Arten, Childreni, Stimsoni oder vielleicht auch noch die Blutpythons. Ansonsten denke ich, hat man so einen ganz netten Querschnitt an Pythons gezeigt. Hier habe ich unseren 2011er Katalog. Wenn ihr die Folge seht, ist der 2012er draußen. Die Stammkunden von uns kriegen den natürlich automatisch zugeschickt. Die noch nicht in diesen erlauchten Kundenkreis gehören, die sollen uns einfach eine E-Mail schicken mit eurer Adresse drauf. Innerhalb von Deutschland schicken wir euch den Katalog kostenlos zu. ReptilTV selber bringt uns leider kein Geld, allenfalls ein bisschen Ruhm und Ehre, deswegen müssen wir auch ein bisschen was verkaufen. Also wenn ihr Terrarienprodukte braucht, wenn ihr gute Beratung braucht, kompetente Beratung braucht, dann kommt zu uns, bestellt bei uns und checkt meinen Katalog. Wie haben wir angefangen? Autsch, jetzt hat der gebissen. Na, das machen wir gerade nochmal. Autsch, jetzt beißt er. Wir sind jetzt hier draußen. Ich habe hier so ein bisschen so einen Gartenteich. Da habe ich auch ein paar Fische drin. Die sehen wir jetzt im Herbst nicht. Die sind vergraben. Okay, das war einfach dumm verschwätzt. Den ganzen Film. Hoppala. Und wir können... Oh Mann, ey. Ey, das war jetzt schön. Burma, Thailand, wie heißt das Land dazwischen? Oh Mann. Haben wir das nicht gerade schon gesagt? So, hier haben wir jetzt mal die beiden Albinos im Vergleich. Okay. Hier haben wir jetzt mal die beiden Albinos im Vergleich. Also war nicht so schlecht, oder?